auch nicht nur dann interessant, wenn man sich selbst verliebt? Nein, ich bin nicht selbst verliebt. Stimmt, ich bin selbst verliebt. Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem schwulen. mein fucking Hosenstall ist offen, warte mal kurz. Scheiße, ich kann das mit deiner Hand nicht zumachen. Ich mach's da nicht zu. Ich weiß, ich will's auch nicht, dass du mir zumachst, Alter. Erzähl mal was. Aber weißt du, was mir gerade auffällt? Die ganzen YouTuber müssen sich ultra awkward fühlen, wenn sie die ganze Zeit ihre Kamera allen Leuten in die Fresse. Nein, aber wenn sie die ganze Zeit. Oder ohne Scheiß, das fühlt sich sau weird an. Skoda, wir sind jetzt gerade in Santa Barbara. Du willst dich ablenken. Was glaubst du, wie viele Minuten ich noch aufnehmen kann? Was ist das? Hast du Speicherplatzproblem? Nein. Fuck. Okay. In die Stadt. Fahr. In die Stadt. Mir ist es eigentlich wurscht, wo du hinfährst. Was? Fahr mal in die. Also wenn man du bist die, für Sprechen zuständig. Wenn wir in die Städten gefahren werden. Ja. Dann hätten wir ja anders abbiegen müssen, gell? Ja. Ich kann jetzt immer schon mal bedenken, durchkommen. Ja, aber was wollen wir in der Gstetten, wenn wir nicht einmal Alkohol mit. Haben wir in der Stadt. Ja. Okay, ich fühle mich wie scheiße, wenn du das Ding nicht fressen Ja, das ist das YT-Life. Weil dann müsst ihr einfach so, man tut so, als ob man irgendwie YouTuber ist, stellt das dann eh nie auf YouTube hoch, aber einfach nur, dass man das Feeling hat, wie scheiße sich das anfühlt. Ja, aber dann kann man kein Geld machen damit, das ist das Problem. Ich brauch Geld, ich hab keinen Bock auf Studio, Alter. Gebt's mir Geld, Alter. Sponsorship, was wird denn gerade? Ich weiß noch, Dollar Shave Club und so weiter hat einmal eine Zeit lang. Was hat denn Mr. Beast für Sponsorships? Ich mache einfach eine Interviewserie. Was macht denn. Ah, weiß ich noch nicht, diese Apps da. Honey, genau. Und was hat er noch? Schau noch vor, das ist interessant. Was hat er noch? Ich will deine Pappen. Ich will deine Pappen filmen. Was hat er noch? Was hat Mr. Beast noch? Ha? Ich weiß es nicht, du. Weißt du, ich vorschalte. Ah ja, voll. Honey hat er und Quid hat er mal gehabt. So irgendeine dumme App. Ich will die ganze Zeit Miam sagen. Quid? Miam, ja, sicher. Na, Quid, fahr mal weit. Na, keine Ahnung. Fuck, was soll ich jetzt sagen? Fahr mal wohin? Engelberg, das ist aber schon falsch. Ja, nach Engelberg. Schöne Nummer da von vorne auf. Ja. Nach Eggenberg, das müssen wir dann ausblören. Aber ich habe keine Lust auf Editing. Du kriegst die High-Crack-Version von Photoshop. Ja, aber Photoshop ist Bildbearbeitung. Ja, aber kannst du nicht irgendwie das auch bearbeiten? Oder brauchst du da diesen After Effects-Zeug? Ich weiß nicht, was du laberst. In einem Video, du brauchst Editing-Software nachher. Was gibt's noch? Ich kenne mich überhaupt nicht aus. Was gibt's? Sony Vegas gibt's. Adobe Premiere. Sony Vegas und Adobe Premiere kenne ich. Die kosten beide ein paar hundert Euro pro Ding. Also, wenn du das einmal gecrackt hast, ich sage das jetzt auf Video, wenn du das einmal gecrackt hast, dann weißt du. Also, auf dem Zeitpunkt, wo alles hier ausgeblendet ist, haben wir die gecrackt, weißt du? Genau. So ist das. Oh mein Gott. Hey, wo willst du noch hin? Weiß ich gar nicht, Alter. Das ist ein Spielfilm. Ich filme einfach alles. Ich filme eigentlich nur den Vier, der da vor uns die ganze Zeit fährt. Das muss eigentlich. Ich stell mir das nur vor, du siehst es gar nie, wenn diese ganzen YouTuber. Vor Fiat. Wenn diese ganzen YouTuber das filmen.
aus deiner Sicht schaut es ja normal aus. Ja. Aber wenn von außen muss das voll dumm. Der rennt in der Typ die Straße runter, verstehst? Haltet sich selber das Ende, also die Pappen. Ja, ich habe schon öfter so gedacht, ja. Willst du das entfernen machen? So ein Selfie-Stick oder irgendwas? Ja, voll! Mit dem Ding! Ja, ist nach unten, ja, das ist ja schön nach oben. Schaut komplett. So aus der U-Bahn. Schaut komplett behindert aus. Also Selbstgespräche auch noch führen. Ja, nämlich die Selbstgespräche sind dann auch. Das ist halt der Typ mit der fetten Stange, rennt er die Fußgängerzone runter. Verstehst du? Und führt Selbstgespräche. Und ich halte das. Und ich halte das Handy bei der Ding, aber. Nein, Alter. Bringen wir den Leuten was bei, oder? Da vorne ist zum Dobel. Ja. Das ist ganz wichtig. Please Sponsor. Zum Dobel. Ist das überhaupt ein Geschäft? Ja, ich glaube. Ich weiß es gar nicht, was das ist eigentlich. Und da geht's zum Familienberatung da links. Na, warte mal, ist das. Alter, ich wackel da wie eine Sau. Ich glaube, ich brauche ein Stativ. So, wo fahren wir jetzt? Rechts oder links? Ah, scheiße, schreibt's in die Kommentare. Das ist so ein scheiß Livestream. Hey, das können wir eh, oder? Haben wir nicht einen YouTube-Kanal, wo niemand zuschaut, wir können einen Livestream machen? Geht das instant, oder? Ich glaube, ja. Oder? Bist du nicht? Ich weiß. Freischalten. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob man das freischalten muss. Also, aber pass auf, das ist ja scheiße, weil ich habe ja kein gescheites Ding. Also wenn du kein WLAN hast, kannst du ja nur über Ding streamen. Ja. Und dann ist ja die Qualität scheiße. Über Netz. Ja, so bloß wer zuschaut. Ja, komm. Ich meine, na, aber ist ja scheißegal, weil die Bandbreite wird ja trotzdem verbraucht. Verstehst du das? Okay. Da schau, haben wir noch einen Sponsor von. Schau da. www.herwes.at. Ja. Jetzt wissen sie, dass sie nicht wissen, Österreich. Herwes ist, gell. Geh bitte, wir fahren doch gerade. Ich meine, jeder Trottel weiß das. Jeder Trottel. Aber das fahren sie sehr gern, das passt schon. Nein, Salzburg. Nein, weißt du was? Salzburg. Kennst du Unbox Therapy? Nein. Das ist halt so ein Channel. Und wir machen das genauso wie die. Weil der, pass auf, jetzt kommt's. Unbox Therapy, das ist ein Unboxing-Kanal, gell? Ja. Ah, echt? Ja, Wahnsinn, gell? Hättest du nie gedacht. Und die Sache ist die. Scheiße, ich muss aufpassen. Man muss so viel aufpassen, wenn man. Das ist so anstrengend, oder? Ja, ich glaube, ich studiere doch Medizin, weil ohne Scheiß, also YouTuber Life ist echt anstrengend. Na, aber jetzt lass mich mal fertig reden. Du musst lachen! Und ich muss fordern, wenn du das in die Pappen hältst, dann kann ich nicht mehr. Ohne Scheiß, wenn wir das, glaube ich, wenn wir das wirklich hochladen, kriegen wir sicher wirklich Views, wenn es so aushängend ist. Und das ist für uns aufhängig. Und ich finde das so fremdschämen. Ich meine, cringen muss man sowieso. Also ums cringen. Wir müssen das ein bisschen dick machen. Und nachher kommt irgendein Typ, der uns abmahnen will, weil wir irgendwie sein Haus gefilmt haben oder sowas. Das wäre witzig. Aber was wolltest du vorher sagen gerade? Das Ding, was klar war. Also das Ding, was klar war, die Unbox Therapy. Und zwar der Witz ist, dass der Typ, der das aufnimmt, der Jack. Also der Star von dem Channel ist der Lou. Der wärst dann in dem Fall du. Also der Typ, der immer on camera ist. Aber der Typ, der das aufnimmt, da haben irgendwie bis vor kurzem hat keiner gewusst, wer der Typ ausschaut. Und dann hat es irgendwie so Mystery, da hat es immer so Anspielungen gegeben, so Face-Reveal-Anspielungen. Ist es der oder nicht? Und so müssen wir es auch machen. Aber das kenne ich auch aus dem Channel, das ist ziemlich cool. So müssen wir das auch machen. Mein Face-Reveal wird dann einfach extrem dann so hochgehypt. Und pass auf, und dann gibt es Leute, die dann in den Kommentaren rätseln und sagen, irgendwie in den Reflections irgendwie. Ist der das? Ist der das nicht? Ist das einfach nur irgendein Sandler oder der da vorbeigeht? Oder was, verstehst du, was ich meine? So, das stimmt. Aber wieso bin ich dann das Opfer, das ihr das schon kennt? Weiß ich nicht. Ich kann ja auch noch andere Leute filmen. Ich kann mich in Heurigen setzen und irgendwelche Leute abfilmen. So, ich würde sagen, wir bleiben sofort stehen oder in der Stadt. Was heißt? Fahren wir nicht noch ein bisschen weiter? Muss weiterfahren? Ja, wohin fahren wir jetzt noch? Ich weiß es nicht, fahr einfach! Okay, fuck it. Jetzt fahren wir eigentlich. Da ist das Interessante eigentlich. Da kann man ein bisschen durch die Stadt gehen und vloggen.
Ja, aber das ist noch cringiger, wenn da die Leute zuschauen. Ist ja wurscht. Ah! Da musst du drüber stehen. Scheiße! Sonst musst du die Zielstudie. Ich will nicht! Das ist so ein Running Gag. Scheiße, meine Zielstudie. Ich glaube, der wird sich relativ schnell abnutzen. Wir sind über 10 Minuten, wir können eigentlich aufhören. Nein, das müssen wir schneiden, du. Wir tun jetzt 2 Stunden vloggen. Ich schneide gar nichts, du. Ich bin ja, Alter, ich habe ja andere Sachen auch noch zu tun. Ich kann auch immer rechts fahren. Sonst fahren wir jetzt in eine scheiß Kaff rüber. Mach ich auch nicht. Wo bist du? Wenn ich jetzt gerade fahre, fahren wir Gries. Na, Gries. Eben, soll ich rechts von uns parken? Ja. Fährst du mal rechts. Ich weiß zwar nicht. Mit Gries fahren. Ich weiß zwar nicht, was wir da jetzt genau suchen, aber. Scheiße. Weil du ein Licht hast, zur Opa willst du eine oder was bist du denn da? Das Vlogger live. Muss ich das jetzt echt jeden Tag 8 Stunden machen? Ich bin jetzt schon depressiv. Verstehst? Ich bin jetzt schon depressiv. Alter, setzen wir uns dann auf. Bleiben wir dann stehen, noch kurz am Parkplatz und schauen wir uns das kurz an. Ja, okay. Weil wir sind jetzt schon bei 11 Minuten und ich schneide das sowieso nicht. Das heißt, wir können irgendwie 5-mal Werbung draufhauen. Fuck, da ist kein Fuck. Kann man irgendwie, scheiße, muss man Fuck irgendwie ausblieben oder ist das wurscht? Was? Fuck? Oder so? Scheiße. Na, die Schimpfwörter, muss man das auspiepen oder? Ja, das wird nur demonetarisiert, aber das ist ja wurscht, wir wollen keine Werbung. Nein, wir wollen Werbung. Pass auf, wir Werbung kriegen. Wir wollen doch Werbung, du Trottel. Wenn wir keine Werbung haben, was wollen wir dann da? Alter, was dummer? Werbung, hallo? Was ist da los? Das schaut sowieso cancer aus, die Bildqualität, weil wenn man die ganze Zeit